Aus irgendeinem Grund war ich wirklich froh, Anna zu sehen. Meine Kratzbürste. Sie hat endlich mit den fiesen Scherzen aufgehört. Vielleicht schämt sie sich dafür, ihren Partner auf dem Schlachtfeld allein gelassen zu haben. Das wird es wahrscheinlich sein. Oder nicht? Ich habe dich vorher nicht ernst genommen. Aber Hunter, er hat von Anfang an an dich geglaubt. Ich habe Zeit dafür gebraucht. Ich habe es nicht verstanden, bis ich dich in Aktion gesehen habe. Ah, er ist groß, und ich hätte dich fast umgebracht. Ja. Du machst es mir nicht leicht, Artyom. Ich höre jetzt erstmal auf. Geh weiter und mach dich bereit. Die Jungs kommen bald und wir gehen alle zur Oktyabriskaya. Wenn Artyom wusste, dass... Die, ja, wir hatten doch dazugehört, ne? Wie die gesagt haben, dass die den Außenposten hier einnehmen wollen, oder? Wenn Artyom wusste, dass die hierher kommen, warum hat er dann nicht gesagt? Kommst du mal rüber, Anna? Los, komm. Sein, wenn das Zeug einsam ist. Es sei denn, dir ist egal, was dein Ende übrigens bedeutet. Ein reisender Waffenhändler hat hier übernachtet. Du könntest also einen Blick auf seine Ware werfen. Das ist eine großartige Idee, Mädchen. Hilf einem alten Mann in diesen schwierigen Zeiten zu überleben und kauf ein paar Waffen. Natürlich werden wir tun, das machen. Wir nehmen eine Schrotflinte mit, ne? Sanya, was gibt es Neues per Funk? Wie ist die internationale Lage? Es ist unglaublich. Seit 10 Jahren nichts als Rauschen. Und dann kriegte ich letzten Monat St. Petersburg dran. Und die wissen von uns. Irgendjemand ist mit einem Flugzeug da hinübergeflogen. Ein kleines hat einen regelrechten Aufruhr verursacht. Das ist Schnee von gestern. Was hast du von New York und London gehört? Von London weiß ich nichts. Aber da ist diese Stadt im Norden, Polyarny-Sory. Dort steht ein Atomkraftwerk. Daher haben ein paar Leute dort überlebt. Ich habe mit ihnen gesprochen. Barbaren belagerten sie, aber sie konnten die Festung noch halten. Du bist ein gewaltiger Lügner, Sanya. Du solltest Theaterstücke über unser miserables Leben schreiben und in Bolschoi aufführen lassen. Bolschoi. Diese Messer sind perfekt. Hergestellt aus Federstahl. Hergestellt aus Federstahl. Nein, Mann, so viel kannst du nicht tragen. Wow, wenn du Munition blank oder irgendwas brauchst. Wahrscheinlich, dann weil ich so miserabel gehaushaltet habe diesmal. So, warst du schon mal in die Katakombe? Nur einmal. Richtig alte Kirchenkatakomben. Keine Ahnung, wie alt die sein könnten. Alles klar. Die haben sogar die Atombomben überlebt. Leute von der Kirche haben sich darin während des Krieges versteckt, aber sie sind einfach verschwunden. Könnten in die Hauptmetrotunnels gegangen sein, oder? Naja, die Leute erzählen so manches, weißt du? So manches. Du meinst die dicke Mama? Dicke Mama? Wer könnte das sein? Wow, sind unsere Jungs schnell. Pass gut auf. Nur für den Fall. Passwort. Straßensperre. Das ist ein altes. Ich kenne diese Stimme. Scheiße,
Ich komme nicht drauf. Lesnitsky. Moment mal. Könnte es Lesnitsky sein? Oh mein Gott, da fliegt ein riesengroßes Holzstück auf mich. Was für eine Überraschung. Ich bin kein Verräter. Ich war von Anfang an nicht auf deiner Seite. Den nehmen wir mit. Nein! Bewegung! Mal schnell da drüber huppen, da liegen noch Waffen auf dem Tisch. Okay. Bruder. Ich weiß nicht, ob das so sein soll. Lebt er noch? Der ist eigentlich tot. Schläfst du einfach eine Runde? Dann hau rein. Lass dich nicht stören. Ist ja schön warm hier, ne? Aber... Ja. Mach's gut. Jetzt haben wir natürlich fett Munition verballert, ne? Sonne. Ohne dich kann ich nicht leben. So, haben wir noch was? Wie geht's dir? Du scheinst auch tot zu sein. Nimm dir mal ein Beispiel an denen. Die sind wenigstens ordentlich tot, also richtig tot. Die tun ihn nur so. Der wird ja schon von Ratten angefressen. Arme Sau. Aber ich find's echt komisch, dass die alle diese Bastardpistolen haben. Ich denke eher mal, dass die eigentlich die gute Ausrüstung hätten. Oh fuck. Hallo? Sicher. Geil. Red Fledermäuse. Das sind nur, damit ihr es wisst, ne? Die Vorfahren von hier. Skurzbiestern. Den grünen da, weißt du? Gibt's hier noch was anzufackeln? Ich weiß, man muss das nicht machen, aber ich mach das immer gerne. Finde ich einfach geil, dass man das so mit eingebaut hat. Dass du einfach mal mit die Fackeln anzünden kannst. Wo bist du? Haufen schießen. Ausweiten. Und deine Eier über mein Wohnzimmer ein. Ach du Scheiße. Die Schatten-Johnnies schon wieder. Hab doch nichts zu tun. Warum steht ihr auch hier so rum? Schon mal jemand erzählt, dass das
echt creepy ist. Könnt ihr nicht einfach die Leute erschrecken, die hier lang wollen? Ne? Ich meine, irgendwo hat man die Verantwortung. Auch als Geist. Die Leute neben maßlos zu erschrecken. Diese Verantwortung hat jeder Geist. Auch jeder Lebende. Schade. Na dann, rein. Düff, düff, düff. Die Eisenbahn. Irgendwie gefällt mir das alles hier gar nicht. Du hast alles am Fliegen gelernt. Wir sind am Arsch. Ich frage mich trotzdem, sind das jetzt Rote? Das müssen die Roten sein eigentlich, ne? Sind jetzt die Roten, die hier unten krepieren, Stück für Stück? Hat man ja auch hier unten einen Erfolg gekriegt, beziehungsweise... Ja... Dings bekommen, wenn man die... hat... Sind die angegriffen? Du weißt schon, was ich meine hier. Die super geiles, mega krasser Scheiß-Ending-Punkte hatte man doch gekriegt, ne? Oder? Ich weiß es nicht. Ich hab's gewusst. Siehst du? Genau das meine ich. Das hat man nachgekriegt, wenn man die nicht angreift und sich passiv verhält, weißt du? Egal, ob das nur radioaktive Kreaturen sind. Wir sind hier in dem ihrem Revier. Und wir müssen sie ja nicht unnötig auf
scheuchen bzw. unnötig angreifen oder provozieren. Ich glaube, hier kommen keine mehr. Hoffe ich zumindest. Doch, davon ist einer von denen. Was für eine Scheiße. Ich weiß nicht, warum ich so leise rede. Aber irgendwie ist es besser. Die könnten mich ja hören. Aus mysteriösen. Ich glaube, die Nosales meiden sogar die Gebiete hier. Das sind halt Tiere, ne? Und Tiere sind gegenüber sowas, glaube ich, empfindlicher. Das ist der heilige Jesus, ne? Oder was? Ja, auf jeden Fall hat das was mit den Huskies zu tun. Ich weiß nicht, wer das ist. Sieht aus wie so ein Bischof oder sowas. Das sieht mir aus wie Jesus hier. Ich kenne mich damit nicht aus, ne? Deswegen sage ich jetzt einfach mal, das ist Jesus und wer auch immer. Irgendeiner ist es. Was ist das? Okay. Keine Ahnung warum. Hier kommen wir also raus. Ich denke mal, wir müssen den dort vorne umlegen. Das wird. Ja. Da beißt die Maus kein Faden ab. Das müssen wir einfach tun. Der. Ich bin wieder erschrocken. Ich hab damit gerechnet. Falsch. Du Heldenhoden, ey. Ich hab damit gerechnet, ganz ehrlich, aber bin dennoch erschrocken. Oh nein. Oh nein. Ich hatte gehofft, dass ich hier wieder super in der Ecke hocken kann und mir fett einscheiße. Aber dem war dann doch nicht so. Na, Hallöchen. Eigentlich nimmt sich das gar nicht, ne? Ich glaube, die hatten nicht viel mehr Munition als die hier. Also hier. Munition hat die nicht mehr, aber auch nicht mehr im Magazin, weil ich glaube, die haben dieselbe Kapazität. So. Einfach, weil ich denke. Thank you.
Okay, dann nehmen wir uns wieder mit. Ich habe jetzt gedacht, hier ist Fett. Durchfall in der Buchse. Da fragst du dich echt, wie man sowas abbaut hier, ne? Ich meine, gut, wenn du so eine natürliche Höhle hast, kannst du da schon echt was draus basteln, aber das hier ist echt hart. Wenn du mal überlegst, dass das Leute gebaut haben, die wahrscheinlicherweise keine moderne Technik hatten, dann ist das echt Hut ab. Hier unten müssen wir, glaube ich, wieder kämpfen, weil hier wird nichts bewegen, kann nicht drückend sein. Das habe ich auch noch nie wirklich realisiert, ne? Ja. Ich würde mal gerne wissen, was das für Viecher sind. Die sind übel ekelhaft aus. Guck mal, wie die oben da draus bloppen, ey. Das, was die wo entstanden sind. Die haben ja gleich. Okay, dort hast du winzige, ganz kleine Augen. Ganz kleine, knuffige Augen. Hey, bin ich bestimmt safe. Ja, das ist genau das, was ich richtig geil finde. Zack. Und... Zack. Das ist so eine richtige Hassstelle hier. Hier kann man theoretisch auch, wenn wir ganz viel Glück haben, krepieren. Das ist mal Umgebung checken hier, wenn wir noch was haben. Nein. Doch, wir können hier den Feuer anmachen. Für etwas Licht. Ich weiß nicht, warum ich es mache, aber schon mal Bock. So.
Vielleicht lenkt das die Neusorlis ab und die greift mich nicht erst an. Das wäre natürlich richtig cool, wenn du Dinge machen könntest. Damit ich dich nicht angreife. Da haben wir noch ein bisschen Schrotmoney. Sehr schön, nimm mal mit. Und jetzt mit Schmucklück. Wir müssen das schaffen. Bin ich gerade gepennt. Ach Mensch. Die halten teilweise echt mehr aus als die komischen. Wir haben kaum noch Munition. Ja, früher hatten die echt noch Musik, ne? Also so dann so Fahrstuhlmusik wäre echt nice gewesen. So, das ist auch was dabei, weißt du? Weiß man ja nie. Thank you.
Klar, gerne in die Richtung, wo die S4 auf und rennt, aber. Durchgerannt hier. Alter. So, was haben wir hier? Munition. Ja, noch mehr Munition. Geil. So, von dort kamen wir. Hier müssen wir lang. Ah, ja. Hallo. Kicke. Ach so, das war ja das. Alter. Hier guck mal, noch ein Pfeiler, glaube ich. Reiß sie ein. Das muss man noch einreißen, ne? Feuerio! Ich hasse Wasser! Alter. Ich sehe nichts mehr. Halt dich fest, Alter. Halt dich fest. Hm.